EU-Kommission und US-Regierung verhandeln weiterhin über das umstrittene transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Das Ziel? Wohlstand, Arbeitsplätze und Wachstum, so heißt es. Von einem unfairen Handel sprechen dagegen die Kritiker von TTIP. Zu diesem Thema begrüßen wir jetzt recht herzlich den europapolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Dr. Dieter Dehm. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und mit bei uns in der Runde hat ebenfalls Platz genommen meine Kollegin Jana Hermanowskaja aus unserer Politikredaktion. Hallo Jana. Hallo Marcel. Herr Dr. Dehm, Bundeskanzlerin Merkel hat beim G20-Gipfel vor einigen Tagen noch gemahnt, wenn wir im globalen Wettbewerb ja nicht abgehängt werden wollen, braucht man das TTIP-Bündnis mit den USA. Hat sie recht? Das ist eine Rede, die mich, seitdem ich junger Sozialdemokrat wurde, im Jahr 66 ständig begleitet, dass wir um die deutsche Wettbewerbsfähigkeit eine Sorge wie Monstranz nach außen tragen und dann den Angriff auf die Löhne und die Sozialstandards durchführen. Das heißt im Klartext, man orientiere sich an den möglichst niedrigsten Löhnen im Weltmaßstab, an den möglichst niedrigsten Sozialstandards im Weltmaßstab, gleiche sich dem an, sonst wird man abgehängt. Am Ende bleibt die Kaufkraft des in der EU immer noch bevölkerungsreichsten Landes auf der Strecke. Das heißt, unsere Produkte sind maßlos auf den Export angewiesen. Und im Land selber geht eben die Binnennachfrage zurück. Das hat sich als Bumerang erwiesen und ist deswegen grundfalsch. Nein, wir müssen kein Race to the Bottom betreiben, sondern ein Race to the Top. Das heißt, die höchsten Sozialstandards und vor allen Dingen die höchsten Renten, die höchste Kaufkraft, den höchsten Lohn, damit nachgefragt wird und gekauft wird. Sonst fließen die Waren und Dienstleistungen, die wir ja im Rekordtempo teilweise in Deutschland herstellen, nicht wirklich ab. Herr Dehm, es heißt, dass die amerikanische Kultur der europäischen am nächsten ist und die EU- und die US-Beziehungen laufen ja zurzeit gut. Woher kommt dieses Misstrauen gegenüber den Amerikanern bezüglich engerer Handelsbeziehungen, also dem Freihandelsabkommen TTIP? Lassen Sie mich das mal als Künstler sagen, wenn Sie die Kulturbeziehungen ansprechen. Ich bin ja eng befreundet gewesen mit dem vor einem Jahr verstorbenen 94-jährigen Pete Seeger, der für Marlene Dietrich, Sag mir, wo die Blumen sind, geschrieben hat, für Trini Lopez, If I Had a Hammer und Riesenwelthits hatte, großes Vorbild für Bob Dylan und Bruce Springsteen. Selbstverständlich sind wir mit der amerikanischen Kultur eng verbunden. Ich selbst bin in einer amerikanisch besetzten Stadt, Frankfurt am Main, groß geworden. Natürlich war ich viel mehr als von anderen Kulturen beeinflusst. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es zwei Amerikas gibt, so wie es auch zwei Deutschlands gibt. Und ich fürchte, dass das fast auf jeden Staat der Welt zutrifft. Mindestens zwei. Und das Amerika der Bürgerrechtler, das Amerika von Woody Guthrie, der This Land is Your Land geschrieben hat, was ja immerhin bei der ersten Amtseinführung auch Barack Obama hat singen lassen mit Bruce Springsteen und dem damals noch lebenden Pete Seeger, das ist eine Beziehung, die ich gerne habe, von der ich mich gerne prägen lasse. Den Freiheitsbegriff, dass wenn eine Verfassung das Recht auf individuelles Glück stehen hat, wie in der Declaration of Independence, wunderbare Dinge stehen. Das finde ich großartig. Und dieses individuelle Glück und auch diese Liberalität, ich meine nicht den Neoliberalismus, das ist der arge Todfeind dieser Liberalität, die ist wichtig und prägt uns. Was aber uns Künstlern mit dem Schutz unserer Autorenrechte und Urheberrechte wahrscheinlich im Rahmen von TTIP angetan wird, widerspricht diesem Geist völlig. Hier haben sich die herrschenden Eliten wie Vampire beim Tanz der Vampire von Polanski geeinigt. Ein Freund von mir macht gerade eine TTIP-Karikatur, wo er das mit dem Tanz der Vampire vergleicht, um den prekär Beschäftigten, um den gut im Lohn noch dotierten Arbeitern in Deutschland und um den Künstlern und um den Rentnern und um den Mittelstand, den kleinen und mittelständischen Unternehmern, das Blut aus den Adern zu ziehen. Das ist jetzt ein bisschen martialisch. Ich reduziere das mal. Also jedenfalls das Geld aus dem Portemonnaie zu ziehen. Und das kann dann am Ende auch in Blut ausarten. Denn wenn, wo Krisen sind, werden erstens die Faschisten immer stark und zweitens die Kriegsgefahr wird immer maßloser im neuen Focus Money.
habe ich gerade gelesen, alles ist düster, alles ist furchtbar, aber es gibt einen Silberstreif am Horizont, das NATO-Konjunkturprogramm, wenn wir wieder aufrüsten. Das steht wörtlich so in Focus Money. Und dann weiß man ungefähr, wie eng Krisen, ökonomische Krisen und das Geld aus der Tasche ziehen mit der Kriegsgefahr immer zusammenhängt. Wusste übrigens schon ein gewisser Russe, dessen Name ich, wenn ich jetzt Kommunist wäre, mit Wladimir Iljitsch Uljanow Lenin benennen würde. Der hat es im Imperialismus schon so vorhergesagt. Jetzt, wo Sie das Wort düster gesagt haben, auf Ihrer Homepage, also auf der Homepage der Linksfraktion, schreiben Sie, dass Details zu TTIP für Umweltverbände, Gewerkschaften und die Öffentlichkeit im Dunkeln bleiben. Um welche Details könnte es sich dabei handeln? Na, vor allen Dingen um den Investorenschutz. Das ist das umkämpfte Thema. Das heißt, kann Monsanto, wenn ein umweltbewusster Imker, der Angst um seine Bienen hat, klagt und er bekommt Recht von einem Gericht, möglicherweise vom Bundesverfassungsgericht, und die Regierung wird gezwungen, ein Gesetz nachzuschärfen, was gegen Genmais und damit auch gegen die Vernichtung von Bienenvölkern ist, dann können die Investoren von Monsanto, die hier Geld investiert haben, um ihren Scheiß zu verbreiten, ihr Gift zu verbreiten, klagen und sagen, hier ist mehr Gewinn entgangen. Das ist zumindest in TISA, also in den Vorgänger-Freihandelsabkommen, schon so vorgestanzt. Das ist die Blaupause. Und jetzt behauptet Gabriel, unser Vizekanzler, das sei in dem neuen abgewendet. Und wir sagen, das glauben wir nicht. Und dann ist halt die Frage, wie kann man bei Geheimverhandlungen, wie sagt Goethe, nur was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen. Also wir müssen das sehen. Und solange man nur von Geheimverhandlungen spekuliert, bleibt der böse Verdacht, dass es so wie die bisherigen Freihandelsabkommen ausgestattet ist zugunsten der Investoren. Und dann ist die Frage, die zweite große Frage, wer entscheidet denn im Konfliktfall? Ein ordentliches deutsches Gericht, habe ich ein gewisses Vertrauen, kein übermäßiges, aber durchaus haben wir auch da schon Erfolge erzielt. Oder eine Schiedskommission, in der Konzernvertreter sitzen, Lobbyisten sitzen. Letzteres droht. Letzteres ist in TISA und in den früheren Freihandelsabkommen so vorgestanzt. Also auch hier wieder die Blaupause. Und dann auch wieder das Hinterzimmer. Und dann auch wieder das Hinterzimmer. Also das Problem ist, wie gesagt, man es mit Hölderlin, ich komme jetzt heute in diesem Interview aus meiner Künstlerrolle gar nicht mehr raus, komm ins Freie, Freund. Also man kann den Verhandlern zurufen, kommt ins Freie, Freund, zeigt der staunenden Weltöffentlichkeit, was ihr hinter verschlossenen Türen verhandelt. Und solange ihr es nicht tut, müssen wir aufgrund unserer bisherigen Erfahrung das Schlimmste von euch annehmen. Ganz so geheim sollen die Verhandlungen eigentlich nicht mehr bleiben, so heißt es. Denn bisher können ja Verhandlungsdokumente nur von wenigen EU-Parlamentariern eingesehen werden. Das soll sich ändern. Geplant sind anscheinend sogenannte Leseräume für Abgeordnete in den jeweiligen EU-Hauptstädten, also auch Berlin. Ein richtiger Schritt, wenn es denn so durchgesetzt wird? Es ist mal ein Schritt. Es ist ein Schrittchen. Es ist ein winziges Schrittchen. Wissen Sie, das Problem ist das, wir erleben diese EU von Anfang an wie eine elitäre Geheimverhandlung. Und wenn man sich über Verschwörungstheorien beklagt, es gibt ja so eine neue Mode, dass man über Verschwörungen nicht mehr Theorien bilden darf, dann muss man eben sehen, das ist das Futter für diese Verschwörungstheorien, dass alles hinter verschlossenen Türen läuft. Dieser Lissabon-Vertrag ist unlesbar. Das heißt, Sie müssen erst die römischen Verträge, den Maastricht-Vertrag zusammenlegen mit den Protokollen und dann, wenn Sie alle drei Dokumente nebeneinander auf dem Tisch ausgebreitet haben, können Sie überhaupt den Lissabon-Vertrag entziffern, weil er bezieht sich immer in Ziffern auf die anderen Verträge. Also ist unlesbar. Das heißt, sie machen es so, dass es keine Sau versteht. Man steht als normaler Wähler, Wählerin, wie der Ochs vom Berg. Und so ist das mit dem Lissabon-Vertrag gewesen, so ist das mit diversen anderen Entscheidungen gewesen, so ist das auch mit Freihandelsabkommen der Vergangenheit gewesen und so ist es auch hier wieder. Statt eben auch hier wieder mit Hölderlin zu sagen, kommt ins Freie, Freund, verhandelt doch das, was ihr wollt,
öffentlich vor dem kritischen Auge der Menschheit. Beim Skat, wenn ich Skat spiele, das ist ein sehr beliebtes deutsches Kartenspiel, dann kriege ich, wenn ich offen spiele, noch einen Punkt mehr. Und der Politik ist immer so, wenn man ein starkes Blatt hat und gute Argumente, dann sollte man sich nicht scheuen, diese auch mit einer großen Öffentlichkeit zu diskutieren. Ja, aber warum scheut man sich? Weil man Schiss in der Hose hat. Warum scheue ich mich gelegentlich im Privatleben meiner Frau oder meinen Freunden irgendwas zu sagen? Oder warum umgekehrt? Aber das bedeutet ja, dass Politiker Angst vor der Bevölkerung haben. Ja, aber das ist das, was ich versuche, verzweifelt in meiner Spracharmut Ihnen jetzt näher zu bringen, ja. TTIP soll allerdings zu geringeren Warenpreisen führen, zu einer größeren Produktvielfalt und es soll für mehr Arbeitsplätze sorgen. Was wäre Ihrer Meinung nach wirtschaftlich betrachtet ein geeigneter Zeitpunkt für die Bundesregierung, das TTIP-Abkommen durchzusetzen? Ich bin gegen Freihandelsabkommen. Also man muss das erstmal vom Grundsatz her sagen. Freihandel heißt immer, wissen Sie, es gibt großen Sozialdemokraten, ich habe ihn vorhin schon mal zitiert, der hat gesagt, bei Freiheit muss man immer fragen, Freiheit von was? Freiheit von was? Freiheit von Zivilisation ist keine Freiheit. Freiheit von Rechtsstaatlichkeit ist keine Freiheit, von demokratischer Rechtsstaatlichkeit. Freiheit von Sozialstaatlichkeit ist keine Freiheit. Freiheit ist wirklich eine Möglichkeit ohne Angst, etwas für breite Teile der Bevölkerung zu diskutieren und dann durchzusetzen. Und in Freihandelsabkommen sind immer so gestrickt, dass die Eliten einander das Handeln enthemmen. Das Wort Enthemmung ist viel schöner als Freiheit. Man enthemmt. Und was enthemmte Menschen fertigbringen, können wir in der Geschichte Deutschlands nachvollziehen. Enthemmungen sind nie gut. Demokratische Hemmungen sind gut. Natürlich ist die Individualität immer auch ein Stück persönlicher Freiheiten, seine Meinung zu sagen. Aber Gott im Himmel, wenn ich in einem Land bin wie in Deutschland, wo 90% der Medien voneinander abschreiben, allen voran immer der Spiegel. Und über den Spiegel hat mal ein früherer Spiegel-Hauptabteilungsleiter gesagt, dass er das Eldorado der Geheimdienst, das ist jetzt kein Zitat von mir. Also wenn das alles so sein sollte, ich bin ja da auch sehr gerügt worden, dass ich in einem Feindessender, also bei Russia Today, solche Andeutungen gemacht haben soll, dass vielleicht sogar die Geheimdienste Einfluss auf unsere Medien nehmen und Lobbyisten, die vom TTIP und vom Freihandelsabkommen profitieren, Einfluss auf die Medien nehmen. Deswegen drücke ich mich ja nur sehr vage aus. Aber sollte das so sein, ist die Freiheit ja nicht, dass man mitblökt wie ein dummes Schaf, wenn die Medien in ihrem großen Mainstream als marschierendes Heer von einem das erwarten. Sondern Freiheit ist ja, dass man eben auch im Sinne von Widerspenstigkeit Fragen stellt, die den Herrschenden wehtun. Aber aus der Sicht des normalen Bürgers, sind denn diese ganzen Versprechen, wie beispielsweise mehr Arbeitsplätze oder mehr Produktvielfalt, sind das leere Versprechen? Na, ich weiß nicht, ob wir an Produktvielfalt so eine große Not in Deutschland haben. Ich bilde mir ein, ich kriege eigentlich alles. Vielleicht manchmal nicht alles rezeptfrei, aber ich kriege fast alles. Und zwar in relativ schneller Zeit. Daran kann es nicht liegen. Nein, es soll darum gehen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Landwirte, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmer um ihre Rechte gebracht werden. Und dass diejenigen den Vorteil haben, die auf der Exportbühne sich schon seit Jahrzehnten zu Hause fühlen und dort auch noch enthemmter, in diesem Sinne freier arbeiten können. Und Freiheit ist wie Geld. Das können Sie nicht maßlos verteilen. Wenn ich 1 Euro einem gebe, kann ich sie jemand anders nicht geben. Wenn ich eine Freiheit dem Konzern gebe, kann ich sie den Arbeitnehmern und dem Mittelstand nicht geben. Und man zieht sie dort ab und gibt sie dorthin. Und so ist das mit Freiheiten bei dem Freihandelsabkommen. Jeder, der alles, was wir wissen, es ist nicht so viel, aber es ist einiges, über die Verhandlungen, was wir vor allen Dingen wissen aus TISA und den anderen Freihandelsabkommen, die schon geschlossen wurden, lässt uns den bösen Glauben hegen, dass hier sozusagen die Freiheit eine reine Eliteveranstaltung ist und nichts mehr mit der breiten Mehrheit zu tun hat. Und das muss man eben auch immer wissen. Freiheit für kapitalistische Eliten ist immer auch die Freiheit vom Volk
kontrolliert zu werden, also in Zukunft eben nicht kontrolliert zu werden. Also eine Minderheit, die für die Masse entscheidet, wo wir wissen, dass die Masse, zumindest in großen Teilen, das gar nicht möchte. Ich bin mit dem Begriff Masse so ein bisschen unzufrieden, weil er so eine Amorphität suggeriert. Ich sage deswegen immer gerne ein bisschen was Näheres dazu, aber weil wer will schon gerne Masse sein? Also ich bin Unternehmer, bin der Bundesvorsitzende Unternehmer in der SPD gewesen, bin der Bundesvorsitzende Unternehmer jetzt in der Linken und arbeite sehr gerne mit Unternehmern zusammen und die wollen auch keine Masse sein. Aber sie wissen allmählich, dass ihnen nicht die Gefahr von Gewerkschaften droht und nicht die Gefahr von höheren Löhnen droht und nicht die Gefahr von Bankenkontrolle droht, also mehr Kontrolle für die Deutsche Bank, sondern dass ihnen die Gefahr droht von den großen Konzernen und von den großen Banken. Und deswegen glaube ich, könnte man den Begriff Masse übernehmen, aber nur dann, wenn Sie sich selber als Journalist auch als Teil der Masse bezeichnen. Wenn Sie das gleich, ja. Wenn Sie das dann gleich dazu sagen, wird es entschärft. Wo Sie vorhin angesprochen haben, was brauchen wir eigentlich hier in Europa, in der Europäischen Union? Dazu hätte ich die Frage, das TTIP soll ja Zollbeschränkungen abbauen, um eben EU-Produkte effektiver auf den amerikanischen Markt zu bringen und umgekehrt amerikanische Produkte sollen eben hierher. Nun ist die Frage, werden denn die USA verpflichtet sein, Waren aus der EU zu importieren? Oder übernehmen wir in einem solchen Verhältnis die Rolle der EU-Neulinge wie Bulgarien oder Rumänien, die von der Europäischen Union einkaufen müssen? Aber sie selbst können weniger verkaufen, weil sie gewisse Standards nicht erfüllen. Also das ist ein Abkommen neben den sozialen Eliten in allen EU-Ländern, was aber dann noch ganz besonders die ausschließt, die nicht zum sogenannten Kerneuropa gehören. Also es ist eine doppelte Elite. Die eine Elite, die habe ich vorhin schon gekennzeichnet, und dann gibt es die Elite, die sich sozusagen aus Frankreich, aus Deutschland, vielleicht England, vielleicht irgendwann mal wieder Italien, aber das steht sehr in den Sternen, gegen die osteuropäischen Länder zum Beispiel, aber auch gegen Portugal und gegen Spanien richtet. Und ich habe immer, wenn ich solche Legenden höre, es würde ein Produkt leichter eingeführt, gefragt, ja, welches Produkt wird denn zum Beispiel nicht eingeführt? Welches Produkt können wir in Anführungszeichen, also die EU, nicht nach den USA liefern? Welches Produkt aus den USA kann ich hier nicht kriegen? Ich kenne keins. Ich kenne kein einziges. Es wird immer der Käse genannt. Die Amerikaner haben viel mehr Käsesorten als wir und der Käse kommt dann nach Europa. Also ich kann jetzt auch das, ich kann diesen Weltschmerz nachvollziehen, wenn man also nun, was weiß ich, von 87 Sorten Käse vielleicht 7 nicht bekommt. Ich weiß, dass ich hier jeden italienischen, jeden spanischen, jeden portugiesischen Käse bekomme. Und ich war häufig in den USA mit Katharina Witt, die ich lange gemanagt habe, und habe auch meinen Freund Pete Seeger besucht und andere. Und muss bedauerlicherweise sagen, es hat mein Herz noch nie so richtig zum amerikanischen Käse hingezogen. Nun sagen Regierungspolitiker vor allem immer wieder gebetsmühlenartig, die EU wird keines ihrer Gesetze zum Schutz von Menschen, Tieren oder der Umwelt aufheben. Also Standards würden nicht gesenkt. Ist das schlicht gelogen oder kann das funktionieren? Wenn das konsequent zu Ende gedacht wird, brauchen wir kein TTIP. TTIP hat ja genau die Funktion, Dinge anzutasten, die in den Ländern erkämpft wurden. Zum Beispiel haben die USA ein geringfügig schärferes Kontrollsystem der Banken. Die Deutsche Bank würde einen Teil, das ist die Deutsche Bank, ich sage das immer wieder, das ist mein Ceterum Censeo, Sie kennen den römischen Senator, der das immer mit Karthago sagte, ich sage das auch immer dazu, ist eine Verbrecherorganisation. Sie hat Auschwitz finanziert, sie steckt in Fukushima, sie hat den Zweiten Weltkrieg mitfinanziert. Alles, was mit deutschem Namen, mit Verbrechen zusammenhängt, hängt in der Deutschen Bank zusammen. Agieren hier frei und ungehemmt. Und ich habe mir sagen lassen, Herr Ackermann berät jetzt die konservative griechische Regierung. Und das lässt dann viel Erfolg nach sich hoffen. Die Produkte oder das alles, was dort in Hoffnung oder in Aussicht gestellt wird, sind nicht
irgendwie reglementiert, sondern reglementiert ist die Kontrolle beim Erstellen der Produkte, also das sind die Arbeitsprozesse, und beim Vermarkten der Produkte. Also wenn jetzt zum Beispiel ein grob gesundheitsschädliches Mittel auf den Markt käme oder sowas. Diese Produkte sind in den Ländern aus unterschiedlichen Erfahrungen etwas unterschiedlich. Und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir nehmen den höchsten Standard und gleichen das einander an. Also wenn die Amerikaner eine höhere Bankenkontrolle haben und die Deutschen einen höheren Ökostandard haben, was Genmais anbetrifft oder Fracking anbetrifft, dann nehmen wir die höchsten Standards, dann brauche ich aber kein TTIP. Dann braucht nur das eine Land die Erfahrungen des anderen, also die schlechte Erfahrung mit Genmais für Bienenvölker oder die schlechte Erfahrung mit einer frei agierenden deutschen Bank anzunehmen, dann hat man die Erfahrung auf einem zivilisierten Level, was vielleicht die Klimakatastrophe noch etwas hemmt oder was andere gesundheitliche Auswirkungen noch, also Schäden noch etwas hemmt. Wenn ich aber das nach unten drücke und sage, wir machen folgenden Tausch, Monsanto kann in Deutschland mehr gegen unsere Bienenvölker machen und die Bienen zerstören. Und dafür kann die Deutsche Bank wie eine Wildsau in den USA hausen. Die Deutsche Bank ist ja nicht nur in Deutschland verurteilt worden für Steuerhinterziehungsmodelle etc., sondern in den USA auch mehrfach mit Millionen, zig Millionen Strafen überzogen worden als kriminelle Organisation, die sie ist. Und dann machen wir einen Tausch, wir mildern das für die Deutsche Bank und wir mildern das für Monsanto. Das ist ein schlechter Tausch und das hat mit Freiheit nichts zu tun, sondern das ist das Gesicht der Unfreiheit eigentlich. Noch nicht mal der kleinste gemeinsame Nenner, sondern schlimmer. Genau, es ist dann nochmal nach unten gefahren. Das heißt, die einen nutzen die niedrigen Standards in den USA, die anderen nutzen die in der EU, um sich gegenseitig schön zu rechnen. Und daraus kann nichts Vernünftiges werden. Jetzt, wo Sie sagen, sich gegenseitig schön zu richten, es gibt noch dieses Gerücht, dass die Amerikaner mithilfe von TTIP sich entschulden wollen. Ist an diesem Gerücht etwas dran? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da bin ich nicht der. Da müssen Sie unsere Finanzpolitiker, wir haben tüchtige Finanzpolitiker in der Fraktion, die das besser wissen. Ich weiß, dass die USA längst keine Rücklagen mehr für ihre Schulden haben, sondern das mit ihren Flugzeugträgern decken. Und die Flugzeugträger haben die unangenehme Eigenschaft, dann ihre Kredibilität oder ihre Solvenz nachweisen zu müssen, wenn es zum Kriegsfall kommt. Ein etwas anderes Thema, russlandbezogener. Es heißt, dass die EU und die USA sich zu einem riesigen Konkurrenten gegenüber Russland formieren. Präsident Putin aber sagt, dass man heutzutage die meisten Waren sowieso aus China bekommt. Wie wird China auf TTIP oder eben auch auf CETA reagieren? Auch das ist etwas, was ich nur spekulieren könnte oder erwarten könnte. Ja, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich weiß nur, dass man wie ein Elefant im Porzellanladen mit diesen Beziehungen umgeht. Mit den Beziehungen zu Russland. Und wenn ich dann höre, dass diverse frühere Bundeskanzler, CDU und SPD, sagen, es fehlt an Fingerspitzengefühl Russland gegenüber, dann meinen die das vielleicht nicht so wie ich. Ich bin an einer wirklichen Völkerfreundschaft interessiert, nicht nur mit Russland, auch mit anderen Völkern. Und nach den besonderen Erfahrungen, was deutsche Wehrmacht 27 Millionen ermordeten Sowjetbürgern angetan hat, ganz besonders natürlich mit Russland. Das ist eine andere Herangehensweise als vielleicht Helmut Schmidt oder Egon Bahr oder Helmut Kohl jetzt ins Feld führen und sagen, seid etwas sensibler. Nur ökonomisch gesehen, und da meinen ja einige auch einige Unternehmer aus dem Ostausschuss der Unternehmen, der deutschen Unternehmen, sollte man logischer vorgehen. Ich will jetzt so ein Bild nicht malen, wie ihr treibt ja Russland den Chinesen in die Arme. Das hat auch so was sehr Chauvinistisches, so was zu sagen. Ja? Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn in dem ganzen Prozess die Arbeitnehmerrechte in China ausgebaut werden könnten. Da steht es nicht zum Besten, weiß Gott nicht. Aber ich finde, auf der anderen Seite sind wir mit
einer friedlichen Koexistenz mit Russland, übrigens auch früher mit der Sowjetunion, nicht so schlecht gefahren. Und wir haben aufgrund unserer geostrategischen Lage ein besonderes Interesse, was natürlich ein ganz anderes Interesse ist als das im Weißen Haus, an ökonomischem und politischem Ausgleich. Und da finde ich, also die SPD tut jetzt so, also ich habe heute Morgen die Nachrichten gehört, dass der Russlandbeauftragte Erler, mein früherer Genosse, als ich noch in der SPD war, jetzt warnt, die CDU würde zu hart, und dann wieder gleich von dem bayerischen Ministerpräsidenten eine übergebraten bekommt. Kann sein, dass sie jetzt kapieren, was sie da gemacht haben. Nur dieser ganze Prozess vom Sponsern des Maidan, vom Sponsern von vier Faschisten in der inklusive der ukrainischen Regierung, vom Wegdrücken, dann kommt irgendwie jemand von den Grünen und sagt, das sind ja gar keine Faschisten, die tragen zwar SS-Runen, aber das sind Ethnonationalisten, da wird ein neues Wort geboren, Ethnonationalisten. Bis hin jetzt zu weiter die Sanktionen verschärfen. Es ist ein fröhlicher Sadomasochismus, der hier betrieben wird, auf dem Rücken auch deutscher Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nun ist Russland ein Land, das minimalistische Produktionsstrukturen hat und die meisten Waren aus dem Ausland bezieht. Tauscht die EU jetzt auch mit TTIP diesen Stammkäufer mit dem gut versorgten und auch gesättigten USA ein, auch aus politischen Gründen? Naja, Sie haben ja in der Frage das schon drin. Es wäre ja vernünftiger, Handel mit solchen zu treiben, die Dinge nicht haben, die wir in Deutschland oder die EU hat. Und nicht dorthin zu rasen mit gesenkten Hörnern, wo schon das da ist, auch saturiert ist. Also von daher haben Sie Ihre Frage schon selbst beantwortet. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wenn mir einer vor 10 Jahren gesagt hätte, es gibt zwischen den Handelsbeziehungen zwischen USA und Deutschland oder der EU irgendetwas Wesentliches zu ändern. Ich hätte zwar gewusst, was sich da RWE oder was die Deutsche Bank ausdenkt, aber ich als Konsument habe überhaupt kein Defizit festgestellt und es hätte auch wahrscheinlich nie jemand geschafft, mir das Defizit einleuchten zu machen. Das war vor 10 Jahren, da war die Internetverbindungen und das Internetmarktgeschehen noch nicht so ausgebreitet wie jetzt. Können wir uns denn in Zukunft darauf einstellen, dass es eventuell 2 jeweils fusionierte gigantische Gegner geben wird, also sprich die EU mit den USA und Russland mit China? Ich hoffe nicht. Weil das ist, also ich sehe das vor allen Dingen als Politiker, nicht so sehr jetzt als jemand, der mit China jemals Handel getrieben hat, habe ich nicht. Und meine Lieder, die ich geschrieben habe, die kennt, ich hoffe, mindestens eine Zeile jeder Deutsche. Aber ein paar Lieder habe ich auch geschrieben für Christopher Cross und Joe Cocker und für Curtis Digers, also Leute in den USA. Aber mit China habe ich noch nie irgendwas geschrieben. Da ist auch, glaube ich, kein einziges Lied von mir irgendwie mal jemals gehört worden. Deswegen kann ich das nur als Politiker sagen. Ich finde, eine Welt, die so bedroht ist von Faschismus einerseits und islamistischen Terroristen, also Leuten, die dort Menschen, ich habe dort Bilder gesehen, Hunderte in eine Grube geworfen und von diesen IS-Kämpfern, die schrien und schlotterten, standen mit Maschinenpistolen am Rand der Gruben, dann wurden die lebendig verscharrt. Und was an den Märkten, besonders an den Rüstungsmärkten, schon Enthemmung da ist, jetzt im Kleinen auch noch so durchziehen, völlig enthemmt von zivilisatorischen Bedenken oder Hemmungen. Wenn man dagegen nicht ein breites Bündnis aus moderat religiösen, säkularen Kräften von Linken bis, sagen wir mal, in die demokratische Rechte, solche, die wissen, was Auschwitz war, die wissen, Rassismus ist
Dreck und die aber sagen, meine Heimat ist mir sehr wichtig, also wie ich manche in der CSU kenne, die so argumentieren, auch manche in der SPD kenne, die so argumentieren, auch bei uns gibt es ein paar, die so denken. Es sind ja nicht alle, die rechts sind, Antidemokraten. Und da gibt es ja noch einen Unterschied. Aber ein solches breites Bündnis, wenn wir das nicht zustande bekommen, was sagt, wir schützen Grundgesetz, wir schützen das, was mit der Französischen Revolution an demokratischer Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung entstanden ist. Wir schützen aber auch das, was ja immerhin Antriebsfeder der Oktoberrevolution war, nämlich die Sozialstaatlichkeit. Das ist ja im Grundgesetz einigermaßen gut angesprochen. Wenn wir das nicht hinbekommen und stattdessen Feindlinien schaffen, auf der einen Seite Russland und China und auf der anderen Seite das, was sich arroganterweise die freie Welt nennt, was sie ja in vielen Fällen nicht ist, dann kann man den ISIS-Terroristen nur viel Glück wünschen. Sondern ich bräuchte hier, wir brauchen hier wirklich eine Barriere, die sehr deutlich die Werte, die gemeinsamen Werte aus demokratischer Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit entgegenhält. Lassen Sie uns dann abschließend vielleicht auf die aktuelle deutsche Politik auch schauen. Kanzlerin Merkel vertritt gegenüber Russland einen moderaten, aber doch sehr harschen Kurs. Außenminister Steinmeier versucht da manchmal etwas Luft rauszunehmen aus vielleicht auch überspitzten kritischen Argumenten der Kanzlerin. Fährt er da besser oder hätten Sie jetzt einfach mal abschließend eine andere Richtung für die Außenpolitik Deutschlands? Naja, es gibt noch einen dritten Parameter. Ich glaube, beide, Merkel und Steinmeier, treiben es nicht so scharf, wie es das Weiße Haus gerne hätte. Also erstmal ist das auch eine Diskrepanz. Die EU oder auch die deutsche Außenpolitik ist in diesem Fall noch nicht ganz unter die Rockschöße des Pentagon und des CIA geschlüpft, sondern da gestattet man sich noch eigene Töne. Ich wünschte, die nehmen zu, aber das halbe Wasserglas wird immer leerer mit jeder kriegerischen und scharfmachenden Formulierung. Vielleicht werden die manchmal getan, um dann hinter den Kulissen wieder anders zu operieren. Ich kann Ihnen das nicht sagen, man ist ja immer ein Kind der Hoffnung. Aber wichtig ist, dass wir jetzt in Deutschland mit der Friedensbewegung, mit den Menschen, die auch auf die Straße gehen gegen die bellizistischen Töne, dass wir mit denen eine große Gemeinsamkeit erzielen, dass wir mit solchen Internetprogrammen wie Weltnetz.tv oder mit Nachdenkseiten von Albrecht Müller, dem früheren Koordinator des Kanzleramts, und der Willy Brandt und Helmut Schmidt, dass wir mit Ossietzky, dass wir mit Konstantin Weckers hinter den Schlagzeilen, dass wir Aufklärung betreiben, Gegenaufklärung betreiben. Also das A und O ist eine Stimmung wieder, ein Klima in Deutschland, in dem man wieder ohne gleich Anti-Amerikaner, was weiß ich, struktureller Antisemit, homophoben Freund und dieses ganze Zeug zu hören, mal wieder eine Meinung gegen Krieg offen und frei äußern kann. Das ist für mich eigentlich das Wesen der Freiheit. Und da haben einige Medien große Schuld auf sich geladen, indem sie versuchen, im Moment alles, was widerspricht, wirklich mit Rufmord zerstörerischer Art zu überziehen. Ich hoffe, dass wir heute einen Schritt in die Richtung getan haben, da auch eben mal die andere Seite zu beleuchten. Und das haben wir getan mit dem europapolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Dr. Dieter Dehm. Vielen Dank für Ihren Besuch. Dankeschön.